Ich freue mich, dass ich Christel jetzt anmoderieren darf. Christel ist jemand, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Wir arbeiten seit 2011 schon gemeinsam zusammen. Wir veranstalten ja mehrere Eventformate. Chris ist eigentlich fast immer dabei. Unter anderem auch letztes Jahr auf der Conversion Traffic Konferenz in Düsseldorf, wo er auch den Tiger Award zum zweiten Mal für den besten Online-Marketer des Jahres gewonnen hat. Und Chris ist auch gleichzeitig jemand, der extrem große Reichweite aufgebaut hat. Also wenn es darum geht, welcher Referent vermarktet auch unsere Veranstaltung mit, dann ist Chris eigentlich immer derjenige, der ganz weit oben auf der Liste steht, meistens ganz, ganz oben. Und ich weiß, Chris freut sich da immer sehr drüber, weil das natürlich auch in gewisser Weise eine Bestätigung für seinen unternehmerischen Erfolg ist. Also er hat nicht einfach nur Fans, er hat nicht einfach nur viele Follower bei Facebook, sondern die reagieren auch auf das, was er ihnen anbietet, die reagieren auch darauf, was Chris entsprechend an Content, aber auch an Empfehlungen dann entsprechend ausspricht. Chris ist jemand, der ist seit Beginn an in unserer Mastermind. Wir haben eine Mastermind mit 50 führenden Internetunternehmern in Deutschland aufgebaut und auch da ist Chris schon von Beginn an dabei. Und in dieser Mastermind in Düsseldorf letztes Mal hat er Detlef die Soos kennengelernt und das war vor 5 Monaten ungefähr. Seitdem gab es einige Treffen zwischen den beiden. Mittlerweile haben die ein großes eigenes Projekt gestemmt. Deswegen gibt es auch draußen einen Stand einmal von dem neuen Projekt von Detlef die Soos, aber auch von der Fastlane Marketing, wo Chris Stell jetzt auch mit beteiligt ist, direkt gegenüber, die entsprechend sehr, sehr stark auch im PPC-Performance-Bereich aktiv sind. Richtig? Ja. Daneben hat Chris noch ganze Menge weiterer Businesses, zum Beispiel seine eigene Marke, die er vermarktet, er ist aber auch im Dating-Bereich aktiv, im Abnehmen-Bereich und deswegen jemand, der trotz seines jungen Alters schon unfassbar viele Sachen sehr erfolgreich aufgebaut hat. Und deswegen freue ich mich, dass Chris heute da ist, weil Chris ist niemand, der mal 2, 3, 4 schlaue Bücher gelesen hat und dann meint zu erzählen, wie man dann erfolgreich wird oder in diesem Fall in 4 Schritten das Ziel erreicht, sondern er ist jemand, der das selber gelebt hat. Jemand, wird auch gleich selber vorstellen, auch seinen eigenen persönlichen Werdegang hatte und jetzt da steht, wo er heute steht. Und deswegen bitte auch einen ganz, ganz großen Applaus für Chris Stelles. Ja, Tom, dann vielen Dank für die nette Anmoderation. Das kriegst du auch seit vielen Jahren immer ganz wunderbar hin. Okay, cool. Also ich sag mal so, meine Vorträge sonst auf den Events von Tom sind eher ein bisschen Online-Marketing-lastig, deswegen freue ich mich ganz, ganz, ganz doll, dass ich heute mal etwas in Richtung Erfolg-Persönlichkeitsentwicklung machen möchte oder kann, ja, weil das ist, sag ich mal, neben Online-Marketing mein Lieblingsthema. Leute fragen immer, hast du irgendwelche Hobbys? Ja, ich gehe ins Fitnessstudio. Ja, sonst noch? Online-Marketing. Ja, sonst noch? Persönlichkeitsentwicklung. Sonst noch? Nichts. Ja, das ist nämlich nur für diese Sachen. Und wie gesagt, das ist für mich wirklich eine Sache, für die ich mich extrem interessiere, wo ich extrem viele Bücher drüber gelesen habe und wo ich mich sehr darüber freue, das heute vortragen zu können. Anders auch als meine Vorträge sonst, ja, geht es hier nicht nur um Inhalt, es geht natürlich auch um den Inhalt, aber ich sage es auch immer wieder zu meinen Kunden, ja, wenn sie sagen, sie wollen ein eigenes Coaching-Business aufbauen, sagen sie mir, ich habe doch gar nicht genug Wissen. Ich habe gar nicht genug Wissen. Und die meisten Leute denken, du bist ein guter Coach, wenn du gutes Wissen hast, ja, wenn du alles weißt. Aber das ist nicht die Realität. Wer weiß, was neben dem reinen Wissen noch wichtig ist? Erfahrung was muss ich für den Kunden tun, außer ihm Wissen vermitteln? Genau, wie wird man erfolgreich? A, mit dem Wissen und B? Genau, mit der Motivation. Ja, es geht darum zu motivieren. Jeder, der sich schon mal mit Leadership beschäftigt hat, weiß, dass es 2 entscheidende Elemente gibt, um jemanden zu bewegen. Und das ist A, das Wissen und B, die Motivation. Und weil es hier nicht nur um das reine Wissen geht, habe ich gedacht, ich versuche euch mal ein bisschen zu motivieren und zu inspirieren, hoffentlich gelingt mir das, und stell euch nochmal, weil ich werde das sehr oft gefragt, für diejenigen von euch, die mich lange kennen, die kennen das, aber stellt euch nochmal meine Geschichte vor, ja? Und zwar ein bisschen ausführlicher. Wer hat daran Interesse? Cool. Dann weiß ich, was ich machen kann. Perfekt. Ja, also Tom hat es ja eben gesagt, ich habe sehr, sehr viel durch Lesen erreicht. Das wissen auch viele. Und ich habe auch schon damals viel gelesen, nur nicht die richtigen Dinge, ja? Das hier ist ein Foto, so circa, ich kann es gar nicht genau sagen, wie lange das her ist. Einige Jährchen, da war ich noch in der Ausbildung, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Fahrzeuglackierer. Mit 15, 16 habe ich sie angefangen, habe also einen Realschulabschluss, habe danach eine Ausbildung gemacht zum Fahrzeuglackierer
und bin oder war dann eben in der Ausbildung und das war auch ganz cool, ja. Nun nach der Ausbildung im Daimlerwerk Bremen passiert dann etwas, was nicht ganz so cool war. Und zwar wurden meine ganzen Mit-Azubis, mit denen ich eben in der Ausbildung war, wir haben immer die ganze Zeit rumgealbert und Faxen gemacht und ich habe das irgendwie gar nicht so wahrgenommen wie eine Ausbildung. Und nach der Ausbildung ist dann Folgendes passiert, wir wurden alle, ich glaube wir waren 11 Leute, wir wurden genommen und an verschiedene Fließbänder gepackt, ja, in Halle 8, Daimlerwerk Bremen Lackierung. Natürlich haben wir nicht mehr mit der Hand lackiert, das machen nämlich Roboter heutzutage, ja, was nicht schlecht ist, aber auch nicht mehr so toll wie vorher, ja. Okay, und ich war dann also jeden Tag sozusagen die Nummer 118899. Das kann ich mir sofort merken, also könnte ich heute noch auswendig. Welche Nummer? 118899. Keine Ahnung, warum ich drei aneinander folgende Zahlen bekommen habe, aber vielleicht, weil ich heute diesen Vortrag halten sollte. Ja, also das hier war meine Stempelkarte und die habe ich jeden Morgen um 5.15 Uhr durch die Stempeluhr gezogen. Denn um 6.15 Uhr hatten wir Schichtübergabe in der Frühschicht und in der Spätschicht um 13.45 Uhr. Ja, nee, 5.45 Uhr Schichtübergabe in der Frühschicht und 13.45 Uhr, guck mal, es geht nicht mehr raus. Ich werde verfolgt. Genau, und das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Und ich glaube, 3 Jahre am Stück. Und während diesen 3 Jahren, ja, wo man am Anfang auch gutes Geld verdient, du verdienst auch gutes Geld bei Daimler, ja, hast eine Festeinstellung, während diesen 3 Jahren kamen mir so verschiedene Gedanken. Und einer dieser Gedanken war, ich weiß es noch, ich habe das so einem Arbeitskollegen damals gesagt, ja, aber was wollen wir denn, vielleicht machen wir noch später irgendwas anderes, ja, was machen wir denn, vielleicht können wir uns irgendwie weiterbilden, was kommt denn hier nach? Hä, wie hier nach? Ja, ich so, ja, was ist denn der nächste Schritt? Aber das kannte ich ja so. Ich war Grundschule, Realschule, also OS hatten wir damals noch in Niedersachsen, dann Realschule, dann Ausbildung und so alle 3 Jahre ist was Neues gekommen und dann kam aber nichts mehr. Ich so, hä? Ja, wie hier nach? Sagen sie, du bleibst für immer hier. Ich so, wie? Ich bleib für immer hier. Ja, du bleibst für immer hier. Scheiße. Ja? Und dann, habe ich sozusagen sehr viel Zeit gehabt auch. Ja, das ist nämlich auch noch, also das war das Erste, was mich zum Nachdenken angeregt hat, weil ich eben sehr viel Zeit hatte. Ja, das ist nicht so, wie man das aus dem Film vielleicht kennt, dass so ein Fließband so richtig schnell läuft, sondern hat sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken, weil die Autos irgendwie so ganz langsam vorbeilaufen. Ja, vielleicht kennt das der eine oder andere oder stellt es euch einfach mal vor, ihr steht an der Bushaltestelle und ihr seht, euer Handy hat noch 1%. Ihr seht, der nächste Bus kommt in einer Stunde. Ihr seid nicht Eckhart Tolle und könnt jetzt 1 Stunde lang auf der Parkbank meditieren. Also was macht ihr? Ja? Nichts. Und so war es auch bei mir. Ich habe einfach nichts gemacht den ganzen Tag und habe die ganze Zeit diese blöde Stückzahl gesehen. Ja? Ist und soll. Ja? Damals nicht mal gewusst, was es heißt. Und habe das mir angeguckt. Und ich hatte sehr viel Zeit. Sehr, sehr viel Zeit. Ja? Zum Nachdenken. Und so kam es dann, dass ich mir gesagt habe, okay, Bildzeitung, ja, sieht man, in der Ausbildung habe ich ein bisschen länger gebraucht, um die durchzugucken, die Bilder. Nach der Ausbildung hatte ich sie dann nach einer halben Stunde durch, ja, am Band. Das heißt, ich hatte da noch 7 Stunden Zeit. Und ich habe mich gefragt, was mache ich in der Zeit? Weil damals war das, also damals hatten wir nicht solche iPhones, die irgendwie so Internet, das kennen ja die meisten von euch noch, das gibt's ja noch nicht lange. Ja, ist eh verrückt, dass es jetzt eine DSL-Leitung in der Tasche gibt, aber egal. Das gab es damals alles noch nicht. Und ich habe mich gefragt, was kann ich jetzt machen? Was mache ich mit dieser Scheißzeit? Handy gibt's nicht, Internet war nur zu Hause, ja. Und habe ich gesagt, ich fange an zu lesen, ja. Das Problem war, das war das einzige Buch, was ich bis zu dem Zeitpunkt gelesen hatte. Harry Potter 1. Ja, und für mich war okay, Bücher Harry Potter. So, ich bin trotzdem auf Amazon gegangen und habe geguckt. Und ich kann es natürlich nicht mehr so richtig rekonstruieren, warum es so war, aber Amazon hat mir ein Buch empfohlen von einem Mann, wer meine Geschichte kennt, der weiß es, dem bin ich auf ewig dankbar dafür, der ganz, 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 ganz stark mein ganzes Denken beeinflusst hat. Ich würde nicht nur sagen, mein Denken beeinflusst, sondern er hat mich zu einem anderen Menschen gemacht. Ja? Und dieser Mann ist Anthony Robbins. Wer kennt diesen Mann oder dieses Buch? Wer das nicht kennt und hier hergekommen ist, der sollte sich dieses Buch sofort bestellen. Das ist mein bester Buchtipp. Ja, das ist das beste Buch auf der ganzen Welt. Garantiert. Ja?
Anthony Robbins' Robbins Power Prinzip, Awaken the Giant Within. Okay? Und ich habe das Buch gelesen und er schreibt dort so skurrile Sachen, wie zum Beispiel, du kannst alles erreichen, wenn du nur willst, ja? Glaub nur an dich. Und habe ich das auch, habe ich angefangen, das zu glauben. Ja? Ich gesagt, ich kann alles erreichen. Ich werde ganz viel machen, aber irgendwie bin ich doch trotzdem Fließbandarbeiter. Also irgendwie hat das nicht so ganz Sinn für mich gegeben. Und man muss dazu sagen, ich kannte keine Unternehmer oder sowas. Ne? Also ich hatte in meinem Umfeld keine Leute, die, sag ich mal, außer ihrer Arbeit, sag ich mal, jetzt irgendwie Mitarbeiter hatten oder irgendwas aufgebaut hatten. Oder das war, ich wusste auch nicht, was ein Unternehmer ist. Nicht mal, als ich schon Unternehmer war eigentlich, wusste ich, wie das heißt. Ja? Okay, und ich habe einfach weitergelesen und habe gedacht, ach, mach einfach mal, du hast ja eh nichts anderes zu tun. Und dann kam ich irgendwann zu einer Stelle, die mein Leben ganz, ganz, ganz maßgeblich oder mein damaliges Denken ganz, ganz stark beeinflusst hat. Und ich kriege das nicht genau zusammen, aber steht in dem Buch so drin, also er sieht es in dem Buch, er sagt, warum gehen Sie jeden Tag zur Arbeit? Warum gehen Sie jeden Tag zur Arbeit? Was antworten die meisten Menschen? Weil ich muss. Ja, ich muss. Und das habe ich auch. Natürlich muss ich ja. Ja, und dann schreibt er weiter, und so richtig provokant. Ja, aber wer hat dich denn gezwungen? Wer stimmt das wirklich? Der Einzige, der dich dazu zwingt, jeden Tag wieder zur Arbeit zu gehen, bist du selbst. Du selbst hast diese Entscheidung getroffen. Ja? Und es ist halt eine Entscheidung. Wir können sagen, was wir wollen. Ich meine, natürlich, es gibt, und das stimmt, es gibt vielleicht vereinzelt Leute, bei denen das nicht zutrifft. Die sind wirklich, okay, das ist ein Schwierig, aber für die 80-90% können heute eine andere Entscheidung treffen, die hier in dem Raum sitzen, und sich proaktiv dafür entscheiden, das Schicksal neu zu formen. Okay? Und dann lief es mir wirklich, das lief mir eiskalt im Rücken. Und das hat bei mir gefruchtet. Also bei mir ist es so, jedes Buch, was ich bisher gelesen habe, meistens kann ich mich nur an ein bis zwei Stellen erinnern. Und die haben aber gesessen. Ja? Und das war die Stelle in dem Buch, die richtig gesessen hat, wie so ein Schlag in die Magenkuhle. Und da habe ich gedacht, scheiß drauf, Robbins, du hast recht, ja, dieses komische amerikanische Buch, er hat recht, ich habe mich dazu entschieden und der Einzige, der sich jetzt anders entscheiden kann, bin ich selbst. Und ihr werdet gleich in meinen vier Schritten, wenn ich gleich zu den vier Schritten komme, immer wieder feststellen, immer wieder Parallelen feststellen aus dieser Geschichte hin zu meinen vier Schritten, ja, weil eine richtige Entscheidung zu treffen bedeutet, alle anderen Wege auszuschließen. Das war mir damals noch nicht so bewusst, aber ich hab einfach dran geglaubt. Ich hatte einfach ein Gottvertrauen, ein Urvertrauen in dieses, was er da dort geschrieben hatte, ja, dass ich mich neu entscheiden kann. Also ich mich neu entschieden. So, jetzt habe ich dann drüber nachgedacht, habe ich gedacht, okay, es gibt ja eigentlich vier Bereiche, also für mich würde ich sagen, es gibt vier Bereiche. Es gibt Finanzen, Erfolg, sowas. Es gibt Fitness, Gesundheit, es gibt Beziehung und es gibt Spiritualität. Ja, das sind die vier Bereiche. Und ich habe mir gedacht, ey, ich will eigentlich in allen Bereichen will ich was erreichen, weil Robin sagt das halt. Er nennt das Wheel of Life. Stellt euch vor, ihr habt so ein Rad vor euch und ihr habt diese Bereiche. Er hat noch ein paar mehr Bereiche, aber sobald ein Teil dieses Rads nicht mehr richtig läuft, läuft der Wagen nicht mehr, ja, wenn das Rad nicht mehr rund läuft. Aber ich habe mir gedacht, okay, aber um mich richtig zu entwickeln, um wirklich, sag ich mal, meine Persönlichkeit, weil das war mein Ziel. Ich wollte nicht nur Geld verdienen, ich wollte meine Persönlichkeit entwickeln. Ja, weil ich war damals ein ganz anderer Mensch als heute. Aber um diese Zeit zu haben, muss ich mir ein Business aufbauen. So war mein Gedanke. Okay, und um mir ein Business aufzubauen, das ist sehr schwierig von hier aus. Ja? Oder anders gesagt, ich muss halt Geld verdienen. So, was war meine Option? Business aufbauen oder studieren. Studieren hätte, ich habe einen Realschulabschluss, hätte ich ein Jahr lang den Erweiterten gemacht. Ich hätte 3 Jahre lang Abitur gemacht. Ich hätte, ich habe nicht studiert, was, 4 Jahre lang noch studiert? Ja? 7 Jahre dran? So, ich war 21, 20, so ich hätte 27, so alt bin ich jetzt. Ja? Also, und ich hätte, das war in meinem Kopf, hätte mega lang gedauert. Ich habe ja schon Geld verdient, so war das ja nicht. Ja? Und ich habe ja in diesem Hamsterrad, ja, ich habe das Geld immer ausgegeben, wenn es reinkommen ist. Und dann noch ein bisschen mehr ausgegeben, ja. So, also ich war im Hamsterrad gefangen. Und was war die andere Möglichkeit? Ein Business aufbauen. Das wusste ich damals nicht. Ich habe einfach gedacht, ich google mal
Geld verdienen im Internet. Ja? Und vor so vielen Jahren kann man sich sicherlich vorstellen, dass das nicht alles so seriös war, was ich da empfohlen bekommen habe. Ja? Irgendwelche Casino-Tricks, irgendwelche komischen Methoden, ja. Und ich habe halt, das hat sich völlig plausibel für mich angehört damals. Das schreiben die auch so, ja? 100.000 Euro in einer Stunde, ja. Und ich habe das gegoogelt, dann stand das drin. Alles klar, das war, ich werde Internetmillionär, habe ich gedacht, ganz schnell auch. Dann bin ich zu meinen Arbeitskollegen gegangen, gesagt, und die sagen, ja was, weil ich hatte dieses Buch in der Hand, dieses Robbins, und ich schwöre euch, das sieht aus wie eine Bibel, wenn ihr es in der Hand habt, sieht wirklich aus wie eine Bibel. Fami und ich, also meine Verlobte da vorne und ich, wir haben auch zu Weihnachten haben wir Obdachlosen dieses Buch geschenkt, ja, und so eine Charity-Aktion gemacht. Und sogar die Obdachlosen haben gedacht, ich will dir eine Bibel andrehen. Das ist wirklich, nein, nimm das jetzt. Da ist noch Geld drin. Ja? Und das sieht wirklich aus wie eine Bibel. Und die haben gesagt, ach, du mit deiner Bibel. Und ich habe gesagt, dann habe ich das gelesen mit denen, dass ich reich werde im Internet. Du wirst schon sehen, ich werde Internetmillionär. Chris, du wirst Internetmillionär. Du bist Fließbandarbeiter. Ich so, scheiße. Ja? Aber ich war davon überzeugt. Und dieses... Es hört sich jetzt lustig an, ja, aber es ist wirklich so gewesen, dass mich das war ja extrem niederschmetternd für mich, das war extrem erniedrigend, dass die zu mir gesagt haben, dass ich nicht das Potenzial dazu habe. Versteht ihr? Und das ist etwas, ja, wo viele sagen, das darfst du nicht nutzen, das darfst du nicht, ne, alles ist cool, aber das hat mich extrem getriggert. Ich gesagt, und jetzt erst recht. Jetzt werdet ihr das alle sehen und ich werde euch zeigen, dass ich ein Millionenbusiness aufbaue. Und ich habe dann auch gesagt, ja, ich fahre Mercedes später und so. Das war natürlich, die meisten, die bei Mercedes arbeiten, haben natürlich kein Mercedes. Ja? So, und das habe ich alles gesagt. Ja? So, und ich habe dann natürlich alles Mögliche probiert, um die Story jetzt ein bisschen abzukürzen, weil es ist kein Online-Marketing-Kongress. Ich habe dann jeden Tag nach der Frühschicht an meinem Business gesessen und versucht, das Business aufzubauen, ja, und jeden Tag vor der Spätschicht, und zwar die ganze Zeit. Ich habe nichts anderes mehr gemacht. Die Leute sagen immer, ja, aber wie kann ich das denn, so ein Trick, und nein, Mann, du musst richtig, ich habe nichts anderes mehr gemacht für anderthalb Jahre oder sowas. Und dann bin ich irgendwann auf etwas gestoßen, was für mich damals funktioniert hat, was ich heute auch nicht mehr so ganz empfehlen würde. Ich gebe euch dann noch ein, zwei Sachen sage ich euch dann noch zu. Aber es hat für mich funktioniert. Und das war Affiliate Marketing. Ja? Affiliate Marketing war zum ersten Mal für mich der Moment, wo ich wirklich Licht am Ende des Tunnels gesehen habe und gedacht habe, okay, das hört sich plausibel an. Weil Affiliate Marketing bedeutet, ich bewerbe ein Produkt und kriege eine Provision dafür. Ja? Das kennt jeder. So. Und das war völlig plausibel. Und es gab damals, das ist ewig her und ist ja auch kein Online-Marketing-Kongress, aber es gab damals verschiedene Partnerprogramme, also wo man sich anmelden kann und sozusagen Affiliate sein kann. Und ich hatte aber ja keine Ahnung, wie man eine Webseite baut, und man musste immer eine Webseite einreichen. Ja? Und ich dachte, scheiße, ich habe keine Webseite. Also habe ich weitergeguckt und dann bin ich auf was gestoßen, wo man keine Webseite braucht, nämlich Amazon. Das Amazon Partnernet. Das war das Einzige, jedenfalls was ich damals gefunden hatte, weil ich konnte ja auch kein Englisch, sage ich mal, was für mich Sinn ergeben hat. So, ich habe das genommen und habe dann so in Foren, so Haushaltsforen und so, also man kriegt eine Provision, ja, und dann da so Frauen so, ja, was für eine Waschmaschine kannst du denn empfehlen? Dann habe ich ja diese hier. Und ich habe mich dann als Frau ausgegeben und gesagt, hier, nimm diese Waschmaschine. Okay, und es hat aber funktioniert. Also natürlich nicht viel, also ne, habe ich halt, man kriegt 5% bei Amazon auf physische Artikel. Heißt, ich habe dann, was kostet eine Waschmaschine? Bambi? Keine Ahnung, was kostet eine Waschmaschine? Mein Spaß. Irgendwie sowas. Ja, wie viel, 400? 400. Okay, dann ist es ganz teuer gewesen, sagen wir 1000. Ja. Aber selbst bei einer 1000-Euro-Waschmaschine, ich glaube, das war sowieso noch mal begrenzt auf eine Eurozahl, kriegt man maximal 50 Euro
Aber die haben einfach gesagt, nee, maximal 20 trotzdem. Ist egal, was du empfiehlst. Also ist es verschwindend gering gewesen. Ja? Wenn so einen hohen Warenkorbwert hinzukriegen, dann mal, auch wenn es ein, was ist, was jeder braucht, ist es schwierig. Es ist extrem schwierig. Aber es hat funktioniert. Und das war für mich, und ihr werdet gleich diese Parallelen sehen, ja? Ich sage euch meine Story, weil es ist extrem parallel zu dem, was ich euch gleich in den Schritten sage. Ich hatte ein Erfolgserlebnis. Ich habe Geld gesehen, was generiert wurde. Ich war zwar unter dem Auszahlungslimit, aber ich habe Geld verdient. Ja? Es war da, auf dem Computerbildschirm. Okay? Okay, ich habe also, wie gesagt, Geld verdient und dann habe ich, ich war noch am Band und dann habe ich irgendwann geschnallt, ey, wenn ich wirklich das professionell machen will, also vermarkten will, dann muss ich, und das war für mich eine, wollte ich Epiphany sagen, weil ich so viel Englisch, weil ich jetzt in Englisch switchen wollte, ich musste Englisch lernen. Ja, es war für mich eine Erkenntnis. Ich brauchte Englisch, weil, und das ist nicht böse gemeint, aber in Deutschland ist Marketing sehr oft noch in den Kinderschuhen im Gegensatz zu den Staaten. Ja, es ist heute noch ein bisschen anders, aber damals war ganz lächerlich. So. Also musste ich konnte ja nur Schulenglisch. Ja, also ich war immer noch am Band, also habe ich, Bambi, du kennst die Bücher, ich habe Bücher zu Hause, wo ich wirklich Wort für Wort mit einem Ponz jedes einzelne Wort übersetzt habe. Okay? Weil es gab ja heute, ich hätte mich umbringen können, heute gibt es einfach eine App, gibst einfach ein, steht da das Wort. Ich so, mein Gott, ich musste jedes Wort nachschlagen. Ja, deswegen so viel dazu zum Teil, ja, ist mir zu schwer. Mein Gott, du hast eine App. Ich hatte gar nichts. Ich habe das Wort für Wort übersetzt, aber ich hatte so den Drang, weil ich habe das geschnallt. Ich habe geschnallt, okay, da ist das Wissen, was ich brauche. Ja, also habe ich das Wort für Wort übersetzt und irgendwann habe ich dann verstanden, okay, so funktioniert Marketing wirklich. Ja. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe angefangen, Seiten zu bauen, also SEO-Seiten zu bauen. Das ist, also wer von euch weiß nicht, was SEO ist? Sehr viel Online-Marketing-Leute. Okay, es ist Suchmaschinenoptimierung. Ja, also wir optimieren Seiten, dass sie noch bei Google nach oben kommen. Okay, und ich habe das halt hingekriegt mit meinen Amazon-Seiten, also ich habe Erfahrungsberichte genommen, habe Produkte nach oben gerankt mit Black Hat, also ich habe einfach Links eingekauft und sowas, das ging damals alles ganz leicht, aber es war trotzdem mega der Aufwand, ne? Weil ich englische Freelancer heilen musste, also jetzt ein bisschen sehr technisch. Okay, und es hat funktioniert und ich habe dann irgendwann genug Geld verdient und habe meinen Job gekündigt und das war der schönste Moment in meinem Leben, ja, immer noch. Ich habe so heftig mich gefreut, wo ich gekündigt habe. Und ich so, ja, aber sie kriegen ja gar keine Abfindung. Ist mir doch scheißegal, ich würde lieber Toiletten putzen, als das nochmal zu machen. Wirklich. Weil das war für mich extrem schlimm, dahin zu. Ich war ja der Verrückte mit der Bibel. Ja? Der sagt, er wird Intermillionär. Also wirklich, du bist ja komplett unten durch dann, wenn du es einmal sagst. Die denken ja, du bist völlig verrückt geworden. Alle haben gedacht, ich bin voll. Alle haben zu mir gesagt, immer wieder, Schwachsinn, das wird nichts. So alles nur in deinem Kopf, immer, sogar meine Eltern. Meine Mama hat immer gesagt, sie das so nett ausgedrückt, sie sagt, ja, ich glaube an dich. Ja? Aber kennt ihr das, wenn deine eigene Mutter sagt, ja, ich glaube an dich. Ey, so, ja, danke Mama, freut mich, dass du wenigstens an mich glaubst. Also der Einzige war wirklich ich selbst, der an mich geglaubt hat, okay? So, jetzt fassen wir es wirklich ein bisschen kürzer. Ich habe dann, wie gesagt, weiter physische Produkte beworben, habe dann irgendwann angefangen, ein digitales Produkt zu bewerben, weil ich einfach mal Lust hatte, was Neues zu machen, habe dann ein digitales Produkt beworben, habe nicht mehr 5% Provision gekriegt, sondern 50% auf dieselbe Menge, also auf denselben Warenkorbwert. Und warum kann man das mit digitalen Produkten? Na, weil ein digitales Produkt eine viel größere Marge hat, ja, weil es automatisiert verkauft wird, weil es weniger Man ist, keine Logistik, kein gar nichts. Ja. Und ich habe es dann digital verkauft. Und wie dem auch sei, ich hab dann weitergemacht. Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, warum gebe ich dann 50% ab? Ich generiere den Traffic. Ja. Also habe ich nach einer Person gesucht, die, ich habe damals so Seiten aufgebaut, ja, wie lernt man Frauen kennen und so weiter, so gerankt, habe ich das halt empfohlen. Da habe ich mir einen Partner gesucht, der das macht, weil ich wollte nicht der Coach sein. So, konnte ich gar nicht so vor der Kamera reden oder sowas. Ja, habe das mit dem aufgebaut, okay, und ist bis heute immer noch ein ganz guter Freund von mir, Darius. Und wir haben es aufgebaut und so kam das eine zum anderen. Ja, da habe ich verschiedenste Sachen gemacht. Ich habe dann auch was im Fitnessbereich gemacht. Ich habe mein eigenes Brand aufgebaut.
Ich habe dann irgendwann, hatte ich noch einen weiteren Durchbruch, als ich PPC gelernt habe, also Traffic selbst erzeugen können. Ja? So, und so kam eins zum anderen. Aber entscheidenderweise, oder ich habe euch die Story erzählt, weil ich weiß, ein paar von euch interessiert das, aber das Entscheidende ist, dass ich von Anfang an ein glasklares Bild vor Augen hatte, wo ich hin wollte. Und zwar wirklich glasklar. Ich habe gesagt zu den Leuten, die Bibel, der Typ, der da draufsteht, irgendwann treffe ich den. Ja, du triffst den, der die Bibel geschrieben hat. Ja? Ich treffe den und ich habe, also damals, ich habe Richard Branson, hatte ich gelesen, ja, also Richard Branson, wer kennt den nicht? Okay, jeder. Ja, das ist ein Milliardär, war voll inspirierend für mich, ne, weil er halt auch, sag ich mal, nicht so gut in der Schule war und so. Das war ultra motivierend für mich. Jack Canfield. Ich habe gesagt, ich werde die ganzen Leute treffen, ich werde reisen und ich werde mir einen verdammt schnellen Mercedes kaufen. Ja? Da wollte ich sogar noch ein Lambo haben. Ja? Genau. Und was ist passiert? Es ist, wie gesagt, ich sage euch das nicht, um anzugeben, sondern um euch zu zeigen, was aus diesem kleinen Samen, der damals gestreut wurde, geworden ist. Ja? Ich habe die Leute getroffen. Hier ist Jack Canfield, hier ist Tony Robbins, hier ist Richard Branson. Hier ist meine Freundin Bambi. Und hier ist der Mercedes. Am Ende des Tages, ne, habe ich nicht selber lackiert. Ich habe mal überlegt, vielleicht versuchst du es nochmal, aber ich weiß nicht, ob ich das noch so gut kann. Ja? Bei so einem Wagen, ich weiß nicht. Nein, am Ende, das sage ich euch, macht euch so einen Scheiß nicht glücklich. Ich dachte das wirklich, jahrelang, das sage ich gleich dazu, weil ich will nicht komisch rüberkommen, das macht dich nicht glücklich, aber es ist trotzdem, und das ist auch eine Sache, ja, viele, das will ich gleich dazu sagen, das ist jetzt gar nicht geplant gewesen, aber viele sagen, du darfst nicht materielle Ziele haben. Ganz viele Leute sagen das. Das ist schlecht, gerade in Deutschland ist es schlecht. Ich glaube das nicht. Ich glaube halt, du sollst halt gucken, dass du die anderen Bereiche auch im Griff hast. Ja? Warum ist das so krasses Schwarz-Weiß-Denken in unserer Gesellschaft? Warum sagt man, so ein Mensch, der so ein Auto fährt, der hat einen kleinen Schwanz? Und einer mit einem VW Golf hat einen großen oder was? Versteht ihr, was ich meine? Das ist doch voller Schwachsinn. Ja? Jemand, der Geld hat, der kann kein guter Mensch sein. Das wird uns leider so suggeriert von der Gesellschaft. Ja, ganz stark. Ja, ihr kennt das schon in den Kinderfilmen. Ja, guckt euch die Disney-Filme an. Wer ist immer der Böse? Der mit dem Geld, ja. Warum ist das so? Keine Ahnung. Vielleicht, um ein Feindbild zu schaffen? Also ich weiß es nicht, aber die meisten Leute, die ich kenne, die zu Geld gekommen sind, sind keine schlechten Menschen. Wirklich nicht. Und wiederum auch nicht, dass Leute, die kein Geld haben, schlechte Menschen sind. Ja? Aber es ist nicht so. Und es wird uns so ganz stark beigebracht. Guckt euch Spider-Man an. Guckt euch das mal auf Englisch an. Ja? Der Onkel sagt zu Spider-Man, das ist so stumpf, so richtig trocken und stumpf. Ja? Auf Englisch, we are not rich, also wir sind nicht reich, but at least we are honest. Aber zumindest sind wir ehrlich. Das ist so krass. Und das wird uns von Anfang an beigebracht. Und das ist falsch. Ja? Bill Gates hat auch ein Haus mit 40 Schlafzimmern, aber hat eine Malaria-Stiftung aufgemacht. So, das ist der allererste Schritt. Wenn ihr finanziell erfolgreich sein wollt, ich hatte das auch. Jeder hat irgendwelche Sachen in seinem Kopf eingepflanzt gekriegt, die man erstmal rauskriegen muss. Ja? Und da kann keiner was für. Das ist einfach so. Das ist von Anfang an so beigebracht. So, jetzt kommen wir zu meinen vier Schritten und ihr werdet jetzt gleich diese unglaublichen Parallelen erkennen. Ja? Okay, die vier Schritte. Schritt Nummer eins, und das ist der leichteste Schritt, setze dir ein Ziel. Das hört sich jetzt sehr einfach an, ist es eigentlich auch, jedenfalls am Ende des Jahres für die meisten Menschen. Ja? Was passiert nämlich am Ende des Jahres? Da passiert dieser magische Moment, wo, ich nenne es immer normallos, ja, weil das klingt so abwertend, ja? Aber wir können ja hier so reden, ja? Wo die normalen Leute sich auf mal Ziele setzen. Okay? Die Leute setzen sich Ziele und sagen, okay, ich möchte jetzt in der ersten Januarwoche verändere ich mein ganzes Leben. Ja? Das sehen wir im Abnehmmarkt sehr stark, dass dann die Leute sich Ziele setzen. Ja? Also die Umsätze gehen extrem hoch im Januar, in allen Märkten eigentlich. Jedenfalls in den Märkten, in den Infomärkten. Und woran liegt das? Es liegt daran, an diese Neujahrsvorsätze. Aber ich sage euch eine Sache. Nichts, was ihr machen könnt, ist es wert, nur einmal im Jahr zu machen.
Ja, also ich kann mich, keine Tätigkeit, die ich mache, ist es wert, sie nur einmal im Jahr zu machen. Heißt also, ihr solltet euch dieses Ziele setzen, verinnerlichen. Ihr solltet das immer wieder machen, und zwar visuell. Ein Ziel zu setzen, ja, heißt, eine Entscheidung zu treffen. Und eine Entscheidung oder Entscheidung heißt auf Englisch Decision. Decision kommt Decision ist Latein oder kommt daher, ja, und heißt sowas wie zerspalten. Das steht auch bei Robbins, könnt ihr es einfach nachlesen. Ist nicht von mir. Ja? Zerspalten. Also jetzt, und damit ist gemeint, ihr zerspaltet den Weg und habt nur noch diesen einen Weg. Und wenn ihr bei mir aufgepasst habt gerade, dann wisst ihr, dass ich damals diese Entscheidung getroffen hatte. Es gibt kein B mehr. Wenn ihr eine wirkliche Entscheidung trefft, dann zieht ihr es durch. Komme, was wolle. Ich wäre gestorben, um dieses Ziel zu erreichen. Jetzt wirklich sehr krass ausgedrückt, aber mir war alles egal. Ich habe gesagt, auf jeden Fall werde ich das erreichen. Und ich habe ja auch nicht, über Nacht war das ja nicht. Ja, das ist ja auch Quatsch. Ihr müsst es ja nicht sofort erreichen. Wenn ihr diese 4 Schritte anwendet, dann schwöre ich euch, könnt ihr jedes Ziel in eurem gesamten Leben erreichen. Und Schritt 1 ist nun mal, sich ein Ziel zu setzen. Und ein Ziel zu setzen, und das ist der große Fehler, bedeutet, eine Entscheidung zu treffen. Ich entscheide mich ab heute, nicht mehr diesen Zustand hinzunehmen, sondern ich möchte das haben. Ja? Und wie muss ein Ziel aussehen? Und das ist auch nochmal interessant. Wer von euch kennt Stephen Covey, die 7 Wege zur Effektivität? Cool. Wer das nicht kennt, holt euch das. Stephen Covey, die 7 Wege zur Effektivität. Das sind eben 7 Wege, um effektiver zu sein. Der erste Weg ist Proaktivität. Proaktiv sein heißt, ich bin nicht reaktiv. Heißt, ich handle in meinem Einflussbereich. Die meisten Menschen handeln immer in ihrem Interessenbereich. Wir haben also einen Bereich, wo alle unsere Interessen drin sind. Ja, das Wetter, die Politik, aber auch meine Zukunft, meine Beziehung, mein Körper, all diese Sachen. Und die meisten Menschen handeln ganz oft im Interessenbereich, also alles ist in unserem Interessenbereich, aber sehr wenig im Einflussbereich. Das ist ein zweiter Bereich in diesem Interessenbereich. Und alle erfolgreichen Menschen, die ich kenne, handeln fast nicht nur, ja, ich reg mich auch auf. Gestern war ich in Amsterdam, da bin ich mit einem Kumpel aus dem Hotel rausgegangen und vollen Schneesturm ins Gesicht gekriegt. Ja, ist auch nervig. Aber größtenteils handle ich in meinem Einflussbereich. Ja? Okay, und das ist der erste Schritt. Also macht euch klar, ich kann mich beschweren, ich kann motzen, ich kann mich aufregen über andere, aber ich kann dadurch nichts in meinem Leben verändern. Gar nichts. Ja? Ich kenne keine erfolgreiche Person, die irgendwo irgendwas drunter negativ schreibt oder sich über andere aufregt. Was hast du denn davon? Was hast du denn davon, dich über andere aufzuregen? Gar nichts. Es ist in deinem fucking Interessenbereich, aber nicht in deinem Einflussbereich, okay? So, und der zweite Schritt, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ich rede manchmal ein bisschen gerne, ist schon von Anfang an das Ende im Sinn haben. So, und ich habe das Buch, ich weiß noch, wo ich das Stephen Covey Buch zum ersten Mal gelesen habe, ja? Ich habe gedacht, was schreibt denn der für einen Schwachsinn? Ja, schon Anfang an das Ende im Sinn haben. Und ich habe das Buch sehr oft wieder gelesen in den letzten Jahren, und es ist immer erstaunlich, wenn man so ein Buch liest, was so viele Weisheiten enthält und man sieht die erst nicht. Kennt ihr das? Und liest das Buch nochmal und plötzlich entdeckt ihr, als hättet ihr das noch nie gelesen. Und so war das so ist es bei Covey immer wieder bei mir und bei Robbins auch. Okay, ich lese es mindestens Minimum einmal im Jahr. Wirklich. Und die Bibel. Und er sagt halt schon von Anfang an, das Ende im Sinn haben. Was heißt das? Das heißt, dass wenn wir eine Sache machen wollen, dass wir von Anfang an genau wissen sollten, wo wir hinwollen. Stephen Covey sagt auch, alles wird zweimal geschaffen. Zuerst in unserem Kopf und dann in der Realität. So viel dazu. Ja? Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Das Entscheidende ist, sind Sie allen klar, dass dieser Prozess des Erschaffens von dieser neuen Sache emotional passieren muss. Ja? Rechtshörnig. Man gibt ja diese Theorie rechts- und linkshörnig. Dann hat mittlerweile auch andere Studien rausgefunden, dass es nicht genau so ist. Aber behalten wir mal das Beispiel. Rechts sind unsere Emotionen, links ist unsere Logik. Ja? Dieses Ziel muss emotional gesetzt werden, weil Emotionen stärker als Logik sind. Heißt also, dieses Ziel muss Emotionen in uns auslösen. Es muss. Wenn es das nicht tut, dann werdet ihr niemals irgendwas erreichen. Warum? Weil ihr es logisch umsetzen musst. Und wenn ihr irgendwas logisch umsetzt und dein Ziel nicht voll emotional ist, nicht riesig, und dazu, welches Ziel löst Emotion, was für ein Ziel löst Emotionen aus? Ein kleines? Wenn ich jetzt sage,
Ich will 2 Euro verdienen im Internet. Löst das irgendwas in mir aus oder bei euch? Nein, es löst nichts aus. Ja? Und da haben wir, das ist wieder dieses, ganz oft wurde mir dann damals gesagt, dieses, sei doch mal realistisch. Was ist denn Realismus? Ist das, was ich heute geschafft habe, realistisch gewesen? Aus damaliger Sicht, nein. Es war vollkommen unrealistisch. Und ich bin der beste Beweis dafür. Und ich sage euch, eure Ziele müssen riesengroß und unrealistisch sein. Wirklich. Also nicht, dass euch Flügel wachsen oder so. Ja, also physisch sollte es euch möglich sein. Aber es sollte und es muss realistisch bleiben, okay? Unrealistisch bleiben, ja? Also, euer Ziel muss unrealistisch sein. Und warum ist es so wichtig? Weil, wenn diese Emotionen nicht da sind, dieses rechttönige, riesengroße Ziel, was ich emotional sehen kann, dann werden die Probleme, die kommen werden, ja, mich völlig aus der Bahn werfen, weil ich die Sicht auf mein Ziel ist weg. Ja, ich sehe mein Ziel nicht mehr. Und das ist wichtig. Das heißt also, das Ziel muss groß sein, weil die Probleme sonst größer sein werden als das Ziel. So, und wie sieht ein Ziel aus? Wie sieht eine gute Vision aus? Eine Vision ist erstmal im Präsens geschrieben, also in der Gegenwart. Nicht ich werde irgendwas, sondern ich habe das, ich lebe das. Also, ne, Präsens. Okay? Die zweite Sache, die ein Ziel und eine Vision haben sollte, ist, sie muss emotional sein, also sie muss irgendwas Positives, extrem Positives in euch auslösen. Ja? Weil sonst seid ihr nicht in der Lage, solche Leistungen zu bringen. Und es ist verdammt hart, solche Leistungen zu bringen. Aber solange du in deinem Kopf dieses Ziel hast, ist es dir alles egal. Es ist dir alles egal. Wenn es einmal Klick gemacht hat, ich schwör's euch, dann ist egal. Es ist euch völlig egal. Okay, es ist also emotional. Es ist positiv formuliert. Und es ist detailliert. Und diejenigen von euch, die Marketing kennen, die wissen, warum es detailliert sein muss, weil wir uns es besser vorstellen können. Ja? Wenn ich damals gesagt hätte, ich will ein Online-Business, also nur rein mein Ziel wäre ein großes Online-Business, das löst ja nichts in mir aus. Ja, also ich keine Emotionen. Aber diese anderen Ziele, die ich hatte, ich will um die Welt reisen, ich will dieses Auto, ja, auch materielle Ziele, ich will Leute treffen, das konnte ich mir richtig gut vorstellen. Ja? Und zwar viele Jahre lang, immer wieder, jeden Tag habe ich mir das vorgestellt, wie geil das ist, wenn ich dieses Ziel erreiche. Und jetzt gebe ich euch noch einen Tipp, der funktioniert für einige Leute, hat das schon funktioniert. Wenn ihr dies macht, diese Zielvisualisierung, dann hört dabei Musik oder sowas oder irgendwas, was bei euch einen Anker auslöst. Ein Anker ist im NLP, neurolinguistische Programmierung, ist etwas, womit ihr diesen Zustand wieder hervorrufen könnt. Ja, ihr könnt euch auch kneifen oder was und dann macht ihr das ein paar Mal und irgendwann, als hat Robbins halt so beschrieben, fasst euch hier an und dann hast du die Emotion. Das hat für mich nie funktioniert, das Kneifen, Scheiß. Ja, ich hab einfach Musik gehört, aber ich bin auch extrem auditiv. Ja, also wenn ich Musik höre, dann löst es, bestimmte Lieder höre, dann löst es was bei mir aus. Und Bambi sagt immer, am Anfang immer, warum hörst du denn immer das gleiche Lied? Ganz altes Lied. Ja? Voll in meinem State dann, ja, ja, ja. Egal, erkläre ich dir später. Genau. Und ich habe eben, wie gesagt, immer wieder diese Musik gehört, um mich zu motivieren. Und das hat diesen Anker gesetzt. Und ich weiß, ich habe jetzt sehr weit ausgeführt für den ersten Schritt. Aber hier, wenn ihr hier was falsch macht, das ist wie euer Fundament. Wenn das Fundament falsch ist, dann bricht euer Haus zusammen und ihr könnt es niemals bauen, okay? Das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist das, was die meisten nicht hinkriegen. Die meisten wollen was, aber sind nicht bereit, etwas dafür zu tun. Und sie sind erst bereit, etwas dafür zu tun, wenn das so geil ist, wo ihr hin wollt. Ja? Also, Schritt 1, setze dir ein Ziel, und zwar richtig. Schritt 2, fange sofort an. Auch das ist eine Sache, die kriegen einige auch hin, ja, nach Silvester dann. Fangen sie an, okay? Und warum ist das so wichtig? Guck mal, ich habe euch doch gesagt, dass ich am Anfang dieses erste Geld verdient habe. Und das war so wichtig im Nachhinein, weil wenn ich das nicht hätte, wenn ich nicht einfach angefangen hätte, ja, dann hätte ich niemals ein Erfolgserlebnis gehabt. Kleine Erfolgserlebnis. Leute denken immer, Erfolg ist das Resultat eines großen Events. Eine große Sache, die passiert. Aber Erfolg, jeder, der Erfolg, der irgendwas mal erreicht hat, weiß, dass Erfolg eigentlich das immer wieder aneinanderreihen von wiederkehrenden Tasks ist. Erfolg ist, Leute sagen, boah, Chris, ist ja voll verrückt, die ganze GmbH ist ganz krass, was du gemacht hast. Sag ich, ja, aber das war ja für mich immer nur ein Tag. Versteht ihr?
Das ist ja für mich, es ist nur immer ein Tag. Es ist wichtig, dass ihr sofort anfangt, damit ihr was seht, damit ihr ein Erfolgserlebnis habt. Ja? Und wir Menschen sind genial darin, zu planen, bevor wir anfangen. Gerade wir Deutschen, ja? Wir Deutschen machen Pläne, und dann machen wir Pläne für die Pläne und planen den Plan, um den Plan zu planen. Ja? Und wir planen nur rum. Und das war auch bei mir so. Ich habe immer nur geplant, die ganze Zeit. Und wie viele Pläne werden nie umgesetzt in die Realität? Wie viele Pläne bleiben irgendwelche Pläne? Pläne sind gar nichts wert. Ja? Ganz oft bin ich auf Events wie diesen oder eher Online-Marketing-Events und dann kommen Leute zu mir an, die haben da eine Idee. Ja? Sagen sie, ich hab eine ganz heftig geniale Geschäftsidee. Dann sage ich, wie ist denn die? Kann ich dir nicht sagen. Okay, ich soll jetzt einen Tipp zu deiner Idee geben oder kannst du mir? Nein, kann ich dir nicht sagen. Warum denn nicht? Ja, dann machst du mir sie nach. Ist alles klar. Ey, ich kann euch die krassesten Ideen sagen, aber die selbst die beste Idee, der beste Plan ist nichts im Gegensatz zu einer mittelmäßig, aber umgesetzten Idee. Ja, ganz oft kommen Leute zu mir und sagen, Chris, du verbrennst Geld mit dieser Kampagne. Das, wie du das PPC da schaltest, ist nicht gut. Ja? Zeig mal deine Anzeigen. Nee, das ist nicht gut, wie du das machst. Ja, mach's doch besser. Ja? Versteht ihr? Die meisten Leute reden und reden und reden und reden und wollen andere korrigieren, aber mach es doch besser erstmal. Ja? Am Ende zählt es, willst du am Ende deines Lebens sagen, ich habe perfekte Pläne gehabt in meinem Leben. Ich hatte so einen tollen Plan. Ich habe immer an meinen Plan gefeilt. Oder willst du sagen, hey, mein Plan war vielleicht nicht perfekt, aber zumindest habe ich mein volles Potenzial gelebt und das gemacht, was mir möglich stand. Und das war immer mein Ziel. Weißt du, der Vergleichen ist eine tolle Sache, das kann motivierend sein. Für mich zählt aber nicht, ich will der Beste sein, der ich sein kann auf diesem Planeten. Und ich weiß, ich werde kein Präsident und ich werde auch nicht Bundeskanzler, aber ich werde das, was ich werden kann. Und das sollte eure Motivation sein. Ja? Also ihr fangt sofort an. Das ist der zweite Schritt. Geht los. Ja? Macht irgendwas und zwar sofort. Nicht morgen, heute Nacht. Jetzt sofort. Ja? Tschüss. Nein, wirklich. Macht es. Ich schwöre es euch. Das gibt euch dieses. Und warum ist das wichtig? Wir bauen ein Momentum auf. Ja? Ich weiß, hört sich alles so. Das kann man ja nicht fassen. Und ich habe früher auch immer das, was ich nicht sehen kann, das ist nicht wahr. Ich habe auch immer gedacht, ach, was labert der? Das stimmt doch alles nicht. Ich schwöre es euch, das ist das beste Wissen, was ich habe. Das ist besser als jeder Online-Marketing-Content. Damit werdet ihr erfolgreich. Ihr könnt ihr überall anwenden. Okay, der dritte Schritt ist, mach weiter und zwar so lange, bis du überprüfe deinen Erfolg und mach immer weiter und guck, was funktioniert. Ja? Die Leute sagen immer, es ist schlimm, einen Fehler zu machen. Die Leute haben immer so heftig Angst davor, Fehler zu machen. Ja? Und genau deshalb, anders gesagt, was ist schlimm? Ist es schlimm, einen Fehler zu machen? Nein. Es ist nur schlimm, den gleichen Fehler immer wieder und wieder zu machen. Und ihr seht doch, was funktioniert. Ihr seht doch, was funktioniert und was nicht. Es ist nichts Schlimmes daran, einen Fehler zu machen. Ihr solltet halt nur gucken, funktioniert das, was ich mache? Und jetzt nicht als Ausrede nehmen und sagen, ja gut, hat eh nicht funktioniert, ja? Das machen nämlich auch viele. Das will ich ganz wichtig dazu sagen. Es geht hier nicht darum, Ausreden zu haben, es geht darum, seid einfach offen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt euch ein Business aufbauen, ja, und ihr versucht irgendwas, und es klappt nicht. Ich weiß, wie das ist. Bei mir war das jedenfalls so. Ja, siehst du, hat ja doch nicht funktioniert. Ja? Bullshit, ja? Es ist verdammt wichtig, dass ihr Fehler macht. Ja? Ich kenne keinen, und das ist auch das Interessante, Leute, die mich nicht kennen, die dann so zufällig mit mir dann was machen oder so, sagen dann, hey, ist ja voll, wenn ich dann was erzähle, ist ja voll krass. So, ist ja was denn? Ja, du hast die ganze Zeit gesagt, ja geil, es hat nicht geklappt, geil, es hat nicht geklappt. Ich freue mich die ganze Zeit, wenn Sachen nicht funktionieren. Warum? Weil ich genau weiß, dass meine Quote 10% ist. 10% meiner Ideen funktionieren und ich versuche so schnell wie möglich wieder 9 Dinge falsch zu machen im Business, damit ich eine habe, die funktioniert. Hey, kein Unternehmer, den ich kenne, liegt immer richtig, das gibt's gar nicht. Jeder, das ist so ein Schwachsinn, ihr müsst probieren. Warum haben wir so eine große Angst, Fehler zu machen? Warum? Ich glaube, das liegt auch an unserer Konditionierung. Alles ist soziale Konditionierung. Warum? In der Schule machen wir einen Fehler, in der Arbeit, dann machen wir ein paar mehr Fehler, dann wird die Arbeit, das ist eine 6, dann bleiben wir sitzen und dann landen wir in der Gosse. Ja? Das denken wir. So werden wir erzogen. Ja? Auch nicht, da ist auch kein böser Mensch dahinter, der das sich irgendwie aus. Das ist einfach unser System, so wie es entstanden ist. Schwachsinn.
in der realen Welt Schwachsinn. Was passiert denn, solange ihr nicht irgendwelche Gesetze brecht oder ja, irgendwas macht? Ich meine, das könnt ihr selber einschätzen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Versucht so viel wie möglich auszutesten. Mir wurde immer gesagt, die ganzen letzten Jahre, gerade in Anfangs, haben immer alle zu mir gesagt, das funktioniert nicht so, wie du das machst. Du musst es anders machen. Und heute? Heute sind es genau diese Leute, die Angst hatten damals, die mir immer gesagt haben, so geht das nicht, die jetzt zu mir hochschauen. Und das freut mich natürlich auch ein bisschen, ne? Das habe ich ja eingangs gesagt. Okay? Nutzt das. Wenn euch das jemand sagt, sagt, haha, die werde ich das schon zeigen. Immer wieder mache ich das. Okay? Schritt 3 ist also, überprüfe deinen Erfolg. Also, es ist nicht wichtig, ob du deinen Ansatz veränderst, solange dein Ziel dasselbe ist. Überprüfe, was funktioniert nicht. Ja, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Robbins sagt das doch immer sehr lustig. Und dann wird es uns plötzlich klar an so einer Metapher. Ja? Wie oft würdest du dein Kind die Chance geben, laufen zu lernen? Ja, fällt hin? Ja. Sorry, das falsch gemacht. Das war's für dich. Du musst jetzt krabbeln dein ganzes Leben lang, ja? Natürlich nicht. Wir helfen ihm wieder hoch und zwar so lange, bis er es hinkriegt. Es ist nicht schlimm daran. Es ist gar nichts Schlechtes daran. Ja? Also Schritt 3 ist, überprüfe deinen Erfolg. Schritt 4, erreiche dein Ziel. Ja? Wer hätte damit gerechnet? Schritt 4 ist, erreiche dein Ziel. Auch logisch. Und warum habe ich es hier hingeschrieben? Weil es tatsächlich diese Schritte sind, die ihr immer wieder wiederholen müsst. Ihr merkt, also ihr setzt euch ein Ziel, ihr sagt, okay, das ist mein Target, wie die Amerikaner sagen würden. Ja? Stellt euch das Ganze so vor, visuell. Ihr steht hier, ihr setzt euch ein Ziel, sagen, da will ich hin. Ja? Dann, Schritt 2, ihr geht los. Ihr fangt sofort an. Schritt 3, ihr guckt, was ist hier im Weg? Ist hier irgendwas im Weg? Wenn ja, dann gehe ich nicht immer wieder weiter gegen dieses Ding, sondern ich mache einen Schritt nach rechts oder ich mache einen Schritt nach links. Ja? Und wenn ich diesen Prozess immer wieder und wieder wiederhole, dann werde ich jedes Ziel erreichen. Ja? Jedes Ziel, was ihr euch vorstellt, könnt ihr damit erreichen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Eine letzte Sache noch. Wisst ihr, ich bin so aktiv in Social Media. Ich muss natürlich jetzt ein Foto machen mit euch, wenn das cool für euch ist. Und ihr müsst so, ich zähle so bis 3, 2, 1 runter, müsst ihr so machen. Ja? Es muss so aussehen, als wenn wir voll die Party feiern. Okay. 3, 2, 1. Geil, vielen Dank. So, letzte Sache noch. Wenn einer von euch, Tom hat ja eingangs von unseren Projekten erzählt, ich will dir gar nicht großartig verkaufen, mein Stand ist sowieso nicht draußen, ja. Das heißt also, wenn einer von euch interessiert ist an Coaching von mir oder auch an einen Unternehmer ist, der, sage ich mal, eine Webseite haben will, dann geht zum Fastlane Marketing Stand, das ist die Agentur, die ich mit aufgebaut habe, die Online-Marketing-Agentur in Berlin. Und wenn einer von euch, oder wir würden natürlich freuen, wenn ihr auch mal zum Stand von Detlef rüberguckt, weil das haben wir auch aufgebaut. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wunderbar, vielen, vielen Dank, Chris. Und ich glaube, ihr habt so ein bisschen verstanden, warum wir ihn jedes Mal wieder einladen, weil er immer wieder inspirierende Ideen hat. Und ich finde seine Geschichte einfach so begeisternd, wie er sie erzählt, wie er sie auch wirklich selber gelebt hat. Und wer mit Chris ein bisschen enger verbunden ist, der weiß, dass es niemand, der 4 Stunden die Woche arbeitet und den Rest auf irgendwelchen Urlaubsinseln rumchillt, sondern dass jemand, der wirklich Vollgas gibt, der jeden Tag Vollgas gibt. Wenn ich ihm nachts um 2 eine WhatsApp-Nachricht schreibe und sage, Chris, wir brauchen bis morgen früh einen Vortragstitel, dann kriege ich meistens in der gleichen Nacht noch eine Antwort. Ich weiß nicht, wie Chris das mit seinem Privatleben verbindet, aber ist auf jeden Fall jemand, der richtig Gas gibt.